Leute und herzliche Grüße aus Andorra. Hier findet am Wochenende die Downhill-Weltmeisterschaft 2024 statt. Wir befinden uns auf einer Höhe von 2364 Metern, genau an der Grenze von Andorra und Spanien. Da geht die Downhill-Strecke los. Heute steht der Trackwalk an und ich nehme euch mal mit hier auf die Strecke in Andorra. Viel Spaß dabei. Ist die Situation? Sehr gut. Ich bin gerade hier losgelaufen, dieser sehr steilen Rampe, die auch sehr griffig ist. Die ist sehr hoch und ich bin außer Atem. Und alle machen Blödsinn. Alright, wir haben hier den Henry, den frisch gebackenen deutschen Meister. Henry, hast du deinen Titel schon verarbeitet und wie geht's dir hier in Andorra? Ja, auf jeden Fall. Fühlt sich gut an, nochmal einen Titel back-to-back zu holen. Ich fühle mich gut, hier reinzukommen, Confidence mitgenommen von der deutschen Meisterschaft und gucken wir mal. Nice. Und letztes Jahr lief er nicht so ganz gut für dich, aber was sagst du zur Strecke? Freust du dich drauf? Ja, freuen tue ich mich auf jeden Fall. Strecke ist natürlich nicht mein Favorit, weil ich hatte jetzt die letzten 2 Jahre mich hier verletzt und ja, sieht wieder los aus, so wie immer, aber gucken wir mal. Alles klar, cool, danke dir auf jeden Fall. Andorra ist jetzt schon seit einigen Jahren ein fester Bestandteil des Downhill World Cups. Die Strecke hier, auf der wir uns gerade befinden, die gibt es seit 3 Jahren. Das ist also das dritte Rennen, was hier ausgetragen wird. Wie eben schon gesagt, startet super weit oben auf fast 2400 Metern Höhe. Hat so 450 Tiefenmeter. Wer da ein bisschen zusammenrechnen kann, weiß, das Ziel ist auf über 1900 Metern Höhe. Das heißt, es ist allein schon, weil die Luft hier sehr, sehr dünn ist, ziemlich anstrengend. Und wie man sieht, außer diesen schönen Liftpfosten gibt es hier keine größeren Erhebungen, keine Bäume. Wir sind oberhalb der Baumgrenze. Die Sonne knallt richtig runter und dementsprechend ist es hier wirklich staubtrocken. Hier oben gibt es auch direkt schon die erste Änderung. Nach dem ersten kleinen Startsprung ist eine Schikane eingebaut. Sieht eigentlich gar nicht so wild aus, aber wenn hier ein paar hundert Leute fahren und es bis Samstag trocken bleibt, dann wird es hier direkt vom Start weg schon extrem rutschig. Ja, was ich gerade gesagt habe, Strecke staubtrocken, das demonstriere ich mal kurz. Ich trete mal hier kurz in den Boden rein, so in bester Fußball-Europameisterschaftsmanier. Achtung! Ist schon sehr, sehr weich. Man muss dazu sagen, wir sind hier bei der Weltmeisterschaft und da ist der Zeitplan ein bisschen anders. Die Junioren und Juniorinnen haben heute Vormittag schon trainiert. Der Trackwalk findet jetzt von der Elite am Nachmittag statt, was auch eine ganz spannende Angelegenheit ist. Normalerweise sind die Strecken wirklich komplett frisch ungefahren. Hier sind jetzt schon ein paar Runs gemacht worden. Die ersten Linien sind eingefahren. Mal schauen, was das für einen Unterschied für den Trackwalk macht und was man hier wirklich an Linien sieht. Was machst du beruflich? Wie viel verdienst du? Nimm mir jetzt Simon Maurer. Simon, wie geht's dir? Sehr gut geht's mir. Wunderbar, dem Simon geht's sehr gut. Ja, ich halte es mal hier so in deine Richtung. Muss aufpassen, dass ich kann's auch selber. Du kannst auch selber. Ja, stimmt, du hast ja auch Hände. Warst du schon mal hier in Andorra auf der neuen Strecke? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich war das letzte Mal da 2019, glaube ich. Okay, auf der, wo es unten richtig steil wurde und die Bremsen abgefackelt sind. Ja. Und hast ja hier wahrscheinlich viele GoPro-Videos und Race-Runs und so weiter angeschaut. Wie ist so dein Eindruck aus dem Internet, von dem, was du gesehen hast? Ja, mega cool. Also es sieht mega cool aus, sauschnell und viele Schläge und viel Boden, der da ist und weich wird. Und ja, aber ich denke, es wird cool. Oben ist es ziemlich Motocross-mäßig, das glaube ich ist cool. Ja. Und dann, ja, unten raus wird es ein bisschen technischer. Ich war heute schon mit dem E-Bike auf der Strecke und ja, sieht geil aus. Was hast du dir vorgenommen hier für die Weltmeisterschaft? Einfach Spaß haben. Und dadurch, dass ich auf dem neuen Rad bin, ist alles resultatmäßig eigentlich eher, schau mal, wie es wird. Ja. Wir sind viel am Testen, viel am Rausfinden, wie das Rad reagiert und alles. Ja. Und deswegen einfach saubere Läufe haben und Spaß haben. Ja, neues Rad müssen wir unbedingt noch für unser Pitbits-Video anschauen. Machen wir so ganz modern, verlinken wir euch hier oben irgendwo. Unser Filmer schneidet das dann rein, dass ihr direkt ins Boxengasse-Video kommt. Simon, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß hier am Wochenende. Vielen Dank. Ja. Ebenso. Max, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Wie sind die letzten Wochen für dich gelaufen? Mir geht's eigentlich relativ gut. Sonne scheint. Wir sind in Andorra zur WM. Die letzten Wochen waren relativ solide, würde ich sagen. Chambéry-Europameisterschaft war gut. Letzte Woche DM war ein bisschen Reinfall. Bisschen Wetter gehabt, wir wollen, ne? Und dann Schwierigkeiten gehabt. Aber es gehört zum Rennfahren dazu. Die Quali war, denke ich, relativ solide von der Zeit. Im Finale
Wetter hin oder her. Passiert. War einfach scheiße gefahren. Ja. Aber ich bin happy. Jetzt WM. Ich habe ein geiles Bike. Und ja, wird Zeit, dass es losgeht. Ja, wie kommst du auf der Strecke klar? Eigentlich relativ gut. Es kommt mir relativ zugute, weil es viel Flat-Out-Racing ist und ich das eigentlich relativ gern habe, wenn es einfach überall reinhalten kannst und geil hämmern kannst. Deswegen, ich bin eigentlich relativ happy. Ja. Und hast du Ziele für einen Samstag, für einen Renntag oder schaust du einfach, wie es läuft und lässt es auf dich zukommen? Eigentlich will ich nur denn die Regenbogen-Sachen an meinem Trikot haben. Deswegen, ja. Wir fahren Rennen zum Gewinn. Das Ziel ist zu gewinnen. Ob das zu hoch gesteckt ist, egal. Aber wir fahren von Sieg. Alles klar, dann drücken wir dir die Daumen dafür. Vielen Dank. Wir sind jetzt hier ungefähr, ich würde sagen, 300 Meter, 400 Meter nach dem Start. Bislang ist die Strecke eigentlich ziemlich unspektakulär. Also es passiert nicht viel. Typischerweise Linkskurve, Sprung, Rechtskurve, Sprung, Linkskurve, Sprung. Dazwischen passiert nicht viel. Wie eben schon gesagt, es hat schon eine Trainingssession stattgefunden. Wirklich was rausgefahren ist hier nicht. Vielleicht kommen noch die ein oder anderen Steine raus. Aber hier oben ist die Strecke, naja, jetzt nicht langweilig, aber auch nicht wahnsinnig spektakulär. Das dürfte sich hier aber ändern. Da vorne sieht man schon, wo einige Leute angesammelt stehen, unter anderem Bernhard Kerr, Loic Bruni, Finn Eils. Da sind einige Steine, da geht es zwischen den Bäumen durch und ab hier ändert die Strecke ihren Charakter so ein bisschen und wird durchaus technisch anspruchsvoller. Immer noch sehr schnell, immer noch sehr staubig, aber jetzt kommt eben noch ein technisches Element dazu und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. What do you think about the first section of the track? It looks really good. I think it's going to be super high speed. They've done a bit of work to make all the corners a little steeper. There's like better shape and the jumps actually look a lot better than they did last year. I think the work that they've done is just going to make this upper section faster, which is kind of exciting because being in the open with the wind and everything else, I think you need high speed and I'm really looking forward to riding it. The only thing is that it's going to rut in like crazy and there's going to be a lot of big holes, but that's just going to make it harder for everybody and I think it'll make for good racing. One time for the hometown, I got love for it, that's real. Yeah. Two times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. Yes. Gibt's was zu erzählen? Der Absprung ist derselbe, aber die Landung ist wesentlich höher und näher. Letztes Jahr hatte Camille Balorsch da ihren schrecklichen Sturz, an dem sie immer noch wegen einer Gehirnerschütterung laboriert. Deswegen haben sie es ein bisschen kürzer und safer gemacht. Aber aus dem Lift haben wir schon gesehen, dass die Junioren, die vor uns schon gefahren sind, mega weit runtergesprungen sind. Also im Prinzip ist derselbe Sprung. Ich stehe jetzt hier ungefähr auf Hälfte der Strecke. Gregor, würdest du sagen, Hälfte der Strecke? Hälfte der Strecke, genau hier. Und im Prinzip ist es immer noch sehr schnell, vom Boden her sehr lose. Die Strecke verändert hier ihren Charakter ein bisschen. Es wird, man kann es erahnen, so ein bisschen singletrailiger, also nicht mehr ganz so extrem offen wie oben. Man sieht auch ein paar Bäume und die Strecke wird jetzt im Prinzip von oben so immer schmaler, wie so ein schönes Martini-Glas. Und ich würde sagen, das letzte Drittel der Strecke ungefähr, das geht dann durch den Wald, da wird der Boden auch komplett anders, sehr, sehr steinig, sehr lose, aber eben nicht mehr so staubig wie hier. Es soll diese Woche eventuell mal ein bisschen regnen, Ende August in Andorra ist immer Regen möglich. Ob das wirklich was an der Strecke verändert, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber wir sind einfach mal gespannt. Schauen nach oben, beten zu Petrus, dem Wettergott und vielleicht wird es hier ein bisschen trockener. Nasser meine ich. Ich meine nasser. Vielleicht wird es ein bisschen anders. Vielleicht bleibt es aber auch so. Ich habe keine Ahnung. Damit zurück ins Studio. Hinter mir ist eine der Schlüsselstellen hier in Andorra, das Steinfeld. Es sind eigentlich zwei Steinfelder hintereinander. Das ist so die erste Sektion, wo es wirklich so richtig zur Sache geht und wo auch mal das Fahrwerk gefordert ist. Dieses Jahr ist der Einstieg in das Steinfeld eine ganze Ecke zackiger. Früher ist man ziemlich gerade rein, diesmal muss man so ein bisschen rechts ausholen, links rein. Und generell wurden auch die Flächen zwischen den Steinen ganz schön mit Erde zugeschüttet. Letztes Jahr war das wohl alles extrem freigefahren, extrem ruppig. Dieses Jahr sieht es ein bisschen fahrbarer aus, was nicht heißt, dass es einfach ist. Wird wahrscheinlich auch dann noch höhere Geschwindigkeiten erlauben. Dennoch, hier wird es auf jeden Fall richtig zur Sache gehen und hier darf man die Linie definitiv nicht verkacken.
Ready, Set, Go. Kurz vor Ende des Trackwalks ist uns ein Star vor die Linse gelaufen. Nina Hoffmann vom Rameda Syndicate. Nina, wie geht's dir? Bist du gut angekommen in Andorra? Ja, ich bin sehr gut angekommen vorgestern. Ist alles bestens, das Wetter ist schön. Ich fühle mich fit und gesund und hab Bock. Hast du dich schon an die Höhe gewöhnt? Nee. Nee. Ich habe gestern in der Walle noch ein paar kleine gemacht, dachte, oh, der Puls ist ganz schön hoch. Macht das hier was aus fürs Rennenfahren, wenn du auf 2400 Meter Höhe startest? Oder ist das? Man merkt es schon ein bisschen. Ich meine, ich fahre zum Glück kein Cross-Country, ne? Und die 3-4 Minuten hält es dann schon aus. Aber ich sag mal, wenn man es richtig, richtig professionell machen wollen würde, dann sollte man eine Woche vorher anreisen und nicht einen Tag. Aber ja, da hat der Downhill noch so ein bisschen was vor sich. Deutsche Meisterschaft, wie ist es dir da gegangen? Hast du dich erholt von deinem Sturz? Ja, ich hatte gar nichts. Ja. Also wirklich, der Sturz sah spektakulär aus, aber es ist gar nichts gewesen. Ich bin direkt auf meinen Rückenpanzer gefallen und dann ja auch gleich wieder aufgestanden. Ja. Also Ausnahme, mein Finger war ein bisschen dick, aber das ja. Zählt nicht. Ein Nagellack-Game on point. Ich weiß nicht, ob man das sieht im Video. Und letztes Jahr ist es ja auch richtig gut für dich gelaufen. Ja, stimmt. Ja. Dieses Jahr vielleicht Wiederholung. Ich dachte, du meinst letztes Jahr die WM. Und dachte, die ist nicht so gut gelaufen. Die ist nicht so gut gelaufen, aber hier in Andorra. Ja. Ja. Gute Erinnerung. Liegt dir die Strecke? Ja, ich glaube, mir liegt es schon. Also so dieses Schnelle und Bremse einfach aufmachen. Aber die Mädels sind stark dieses Jahr. Also es wird auf jeden Fall tough. Aber ich sag mal, wenn alles zusammenpasst, dass ich einen guten Lauf habe, dann kann ich das auf jeden Fall gewinnen. Aber da muss halt alles passen. Und ein bisschen Glück noch und ja. Ja. Aber ich hätte Bock. Ja. Wieso auch nicht? Ey, toi, toi, toi. Und eine Sache müssen wir noch kurz thematisieren. Vielleicht kannst du mal rankommen, Patrick. Wie alt warst du auf diesem Foto von deinem... Ja, was vermutet ihr? Ja, schätz mal, wie alt ich da war. So, wenn man zu faul ist, auf der Lizenz beim BDR sein Porträtfoto zu wechseln. Ja, vielleicht können wir es ja so machen, wenn du hier Weltmeisterin wirst, musst du dann ein Foto mit Rainbow Stripes einreichen, was dann auf deinen Ausweis draufkommt für die WM 2025. Ja, wir sprechen mal nicht so viel, wenn. Ja, okay. Wir lassen erst mal Samstag passieren und dann. Ja, dann schauen wir weiter. Genau. Alles klar. Ja, das war's, Patrick. Wir sind fertig. Recht deutsch, ne? Ja. Gerichtsfolge, ja. Wie, ja, trotz Team USA. Wie gefällt es euch hier in Andorra? Ist gut. Sieht sehr, sehr schnell aus. Mhm. Also noch schneller als letztes Jahr. Und letztes Jahr war es schon schnell. Ganz schön schnell. Aber ja, sieht gut aus. Ja. Ich glaube, macht richtig Spaß zu fahren. Ist aber schwerer, Rennen drauf zu fahren. Ja. Und ja. Gibt es Änderungen im Vergleich zum letzten Jahr oder ist das im Prinzip eins zu eins identisch? Weil für mich sieht es gleich aus. Aber so, ein paar kleine. Zwei, drei Änderungen. Der Start ist anders. Ja. Ein Busstop in dem Superstein ist anders. Und der Exit von dem letzten Wald, also von dem vorherigen Wald hier ist anders. Und ich hoffe, da unten ist was anders. Da war dieser kleine Road Gap, der richtig schwer war. Aber ich hoffe, es wird anders, aber sehen wir gleich. Ja. Was habt ihr euch vorgenommen fürs Wochenende, für den Samstag? Fahrrad fahren. So schnell wie es geht. Das ist ein guter Plan. Am Samstag ankommen. Und man kann ja nur schnell fahren, wenn man mitfährt. Weil man kann ja nur schnell sein, wenn man unten ankommt. Und, aber ich glaube, Spaß haben, weil ich glaube, desto mehr Druck man sich macht, desto stressiger ist das Ganze. Ja. Ja. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Podium. Danke. Ja, oder Podium, genau. Wir euch auch. Ja, danke sehr. Team USA. America. America, baby. Im letzten Waldstück gibt es einige Neuerungen, sind jetzt keine gravierenden Neuerungen. Das Waldstück ist auch insgesamt ziemlich lang. Der Boden hier ist relativ geröllig. Hier war letztes Jahr noch eine kleine Schikane drin. Die ist jetzt raus, man kann straightlinen, so wie Sven jetzt gerade straightlined. Ja. Oben gibt es auch ein paar Änderungen, zum Beispiel das Roadgap, das wir eben gesehen haben, ist jetzt dieses Jahr eine ganze Ecke größer gebaut. Absprung ist höher, Landung ist aufgebaut. Letztes Jahr war das noch so ein ziemlich stumpfer Klatscher. Ist jetzt dieses Jahr ein bisschen besser und generell wurde relativ viel Streckenpflege betrieben
Und die Änderungen, die sind nicht so ganz offensichtlich. Es sind immer nur so ein paar Kleinigkeiten, aber mit den Fahrerinnen und Fahrern, mit denen wir uns unterhalten haben, die haben schon gesagt, das wird sich auswirken, das wird der Strecke ja, jetzt keinen komplett anderen Charakter verleihen, aber wird es auf jeden Fall spannend machen und die Änderungen kommen insgesamt auch sehr gut an. Ja, das war's jetzt schon. Sind fertig. Hier ist das Ziel. Das ist die Strecke. Das war's. Finito. Ciao. Das war's vom Trackwalk hier in Andorra. Eine sehr interessante Strecke. Bin mal gespannt, wie die sich so bis zum Finale noch verändern wird und was wir für Action sehen werden am Samstag. Da findet das Finale von den Männern und von den Frauen statt. Zwei Tage früher, also am Donnerstag, finden schon die Weltmeisterschaftsläufe von den Juniorinnen und Junioren statt. Alle Infos zur Übertragung und so weiter findet ihr wie immer auf MTB News. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zur Strecke habt, postet sie einfach hier in die Kommentare. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Adios.